Herzlich willkommen, Volker Kutscher. Ja, hallo. Freut mich sehr. Die Bücher meines zweiten Gastes stehen regelmäßig auf den deutschen Bestsellerlisten. Seine Krimis um Gereon Rath sind heiß begehrt. Und mit Volker Kutscher möchte ich jetzt über die drei Bücher seines Lebens sprechen. Volker Kutscher, hat Sie es eigentlich überrascht, dass jetzt Ihr erster Gereon Rath-Krimi, Der nasse Fisch, für sage und schreibe 16 Folgen Babylon-Berlin Stoff enthielt? Das Schöne ist ja, das ging ja langsam. Erstmal habe ich ja erfahren, es wird verfilmt, von Tom Tykwer verfilmt und die beiden anderen auch nicht zu vergessen, den Tanklöchen und Achim von Boris. Klingt schon nicht schlecht. Genau, und dass es aber dann so groß wurde, dann auch 16 Folgen, das kam so nach und nach, diese Informationen. Von daher habe ich dann auch einigermaßen vertragen. Das kam nicht von jetzt auf gleich. Hätte ich niemals gedacht. Und interessant ist ja auch, im Gegensatz zu den meisten Romanautoren, deren Bücher verfilmt werden, die werden ja meistens gekürzt, stark gekürzt, zusammengezogen aus dramaturgischen Gründen, aber auch aus zeitlichen Gründen ganz einfach. Bei mir ist das genaue Gegenteil passiert. Also kommen wir zu dem ersten Buch Ihres Lebens, das Buch, das eben in der Zeit spielt, wo Ihre Krimis auch spielen, Pünktchen und Anton. Das ist übrigens ein merkwürdiger Zufall. Das war das erste Buch, das mir vorgelesen wurde als Kind. Ja, insofern habe ich immer eine große Anhänglichkeit an Pünktchen und Anton. Ja, ich bin auch dadurch zum Kästner-Fan geworden, im Grunde genommen. Ich habe es auch meiner Tochter schon vorgelesen. Und das ist auch, Kästner begleitet mich seither. Und es gibt eigentlich in diesen beiden Büchern, was schätze ich an ihm? Ja, viele Dinge, die vielleicht auch dazu führen, dass er von der Germanistiker nicht so geschätzt wird. Also erstmal seine Sprache. Ich finde, er hat so eine angelsächsische Leichtigkeit. Die mag ich sehr. Er hat natürlich auch was Moralisierendes, gerade in den Kinderbüchern, gerade in Pünktchen und Anton mit den Nachdenkereien. Aber ich kann mich erinnern, und das ist auch immer noch so, die lese ich auch jetzt noch ganz gerne, weil er einfach eine gute Art und Weise Denkanstöße gibt. Und es gibt ja nichts Wichtigeres. Und es ist auch sehr tragisch, wenn man eben diese Romane liest und weiß, wann sie geschrieben worden sind und was kurz danach passiert ist. Der Optimismus, den er da in die Kinder legt, in die Jugend, da wird ja eigentlich die ganze Tragik der deutschen Geschichte klar. Weil es ist ja ganz anders gekommen, als sich das Kästner gewünscht hätte. Es waren eben nicht die anständigen Jungen wie Anton und Emil oder wie eben Mädchen wie Pünktchen oder Ponyhütchen. Es waren andere Menschen, die plötzlich das Sagen haben. Und ich finde es tatsächlich immer sehr, sehr deprimierend, den Film zu sehen, von Billy Wilder ja geschrieben, der Emil-Film, der 31 gedreht worden ist, mit ganz vielen Laiendarstellern. Und dann sieht man gerade am Ende der Szene, wenn dann eben der Herr Grundeis, heißt er, glaube ich, der Bösewicht, dann von den ganzen Kindern umringt wird, das strahlt so einen Optimismus aus, so ein Vertrauen auf unsere Jugend. Aber wenn man dann sieht diese Gesichter und weiß, was dann wenige Jahre später passiert. Da stecken die in HJ-Uniformen. Oder sitzen im KZ, je nachdem, auf welcher Seite. Genau, also jedenfalls haben sie kein normales Leben. Und das ist etwas, wo ich immer Kloß im Hals kriege, wenn ich den Film sehe. Das zweite Buch Ihres Lebens hat einen utopischen Horizont, einen Freiheitshorizont. Mark Twain, Tom Sawyer. Und Huckleberry Finn natürlich. Ja, ich hab diese beiden Bücher tatsächlich ausgesucht, weil die habe ich damals, da war ich im zweiten Schuljahr gerade mal 9 geworden. Das waren bestellt von meinen Eltern für ein Kommunionsgeschenk für den Nachbarsjungen. Aber die kamen zu spät an. Also mussten sie da schnell was anderes und so. Also Bertelsmann. Waren Sie ein Geschenkprofiteur? Ja, war ich ein Geschenkprofiteur. Und das ist tatsächlich, das habe ich irgendwann mal nachgekauft, hatte ich nicht mehr, Pünktchen und Anton. Aber das ist wirklich das Original vom Sawyer-Buch. Damals in den tiefsten 70ern, sehr schön illustriert von Horst Lemke. Diese Bilder finde ich auch heute noch schön. Und da auch ein schöner Zusammenhang. Also Lemke hat ja letzten Endes auch Walter Trier beerbt, dann als Kästner-Illustrator. Und den mag ich eben auch sehr als Illustrator. Jedenfalls dadurch habe ich Mark Twain entdeckt. Dadurch habe ich auch Huck Finn entdeckt, was ja eigentlich das noch spannendere Buch ist. Ja klar, das ist natürlich der anarchische Charakter, der dann natürlich auch mit Jim die wunderbare Rassenutopie lebt auf dem Floß einer versöhnten, den Gegensatz zwischen Schwarz und Weiß überwindenden, aber mit einem grauen, schlechten Gewissen. Das ist ja das Schöne. Gesellschaft, Weil er ja eben, er ist der Ich-Erzähler und erzählt das Ganze mit dem schlechten Gewissen. Ich bin ja hier jemand, der einen Neger, so redet er dauernd, das N-Wort fällt da dauernd, auch zu Recht. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann geändert, weil er denkt so. Er denkt wie jemand in einer Sklavenhaltergesellschaft und einen Sklaven zu befreien ist böse. Und tatsächlich diese Sichtweise, die in Huck Finn dann ja wirklich auch von Mark Twain
bis an die Grenze getrieben wird. Er tut Gutes und denkt aber, er tut was Schlechtes. Das ist ja genau das, was am Dritten Reich letztendlich auch passiert. Da werden die Werte umgedreht. Ja. Am besten gefällt ist die Widmung, die Vorbemerkung von Mark Twain. Wer versucht, in dieser Erzählung ein Motiv zu finden, wird gerichtlich verfolgt. Wer versucht, eine Moral darin zu finden, wird des Landes verwiesen. Wer versucht, eine schlüssige Handlung darin zu finden, wird erschossen. Sehr schön. Ja, das Möchten Sie das Ihren Büchern auch voranstellen? Werde ich so nicht machen, aber ich habe tatsächlich in meinem aktuellen Roman, der jetzt bald rauskommt, Marlow, ein Mark Twain-Zitat vorangestellt, weil es irgendwie passte. Da geht es auch um Rassismus und so weiter und solche Dinge, wo er eben sagt, dass er all diese Dinge nicht hat, dass er da keinerlei Vorurteile gegenüber den Menschen hat. Aber es reicht ihm zu wissen, es ist ein Mensch. Schlimmer geht es ohnehin nicht. Das ist wieder so ein typisches Twain-Zitat, was einfach Und beim passt. Dritten Buch Ihres Lebens ging mir ja vollends das Herz auf. Hergé, der Fall Bienlein, Tim und Struppi, ein Comic. Genau, ja, das habe ich meiner Oma zu verdanken. Da lag ich irgendwann krank im Bett und sie hat mir was zu lesen mitgebracht. Nicht ahnt, dass mir da eine Welt erschloss. Also vorher gab es dann schon mal Mickey Mouse und sowas kannte ich natürlich dann auch schon. Das war ungefähr auch ähnlich um diese Zeit so. Deswegen habe ich die auch so ausgesucht, weil das so für mich entscheidende Wegmarken waren für weitere Lektüre auch. Und durch den Fall Bienlein und durch habe ich erstmal Tim und Struppi entdeckt und Hergé entdeckt. Und dadurch habe ich letzten Endes auch den Comic, als Kunstform, so habe ich damals noch nicht gedacht, aber als wirklich spannende Lektüre auf hohem Niveau. Das ist ja ein später Tim und Struppi-Band, das 17., also da sind wir schon in den 60er Jahren. Und da ist er natürlich zeichnerisch auf der Höhe seiner Kunst. Definitiv, also ich habe danach die alten Bände natürlich auch gelesen, aber das war eben der erste, den ich damals bekommen habe. Und ich finde, er ist immer noch einer der Besten, also diese Spionagegeschichte und so und zeichnerisch. Er hat ja auch schon Leute zeichnen lassen. Er entwickelt eine super Waffe wird sich der moralischen Verantwortung bewusst. Und dann gibt es natürlich diese wunderbaren fiktiven Länder, Bordurien und Silvanien. Genau. Wo man auch merkt, die ganzen, wo Stalinismus und Nazi, so diese ganzen Formensprachen sind da sehr nah beieinander letzten Endes. Also sieht ein bisschen aus wie Nazi-Uniform, aber könnte auch durchaus ein Ostblockstaat sein, man weiß es nicht so genau. Aber Frau Kutscher, was mir gut an Ihrer Auswahl gefällt, dass Sie relativ frühe prägende Lektüren ausgewählt haben. Es ist ja bei unserer Sendung dann immer verführerisch zu sagen, okay, den Faust und den Ulysses und Gertrude Stein oder sowas. Ja. Aber Sie haben sich ganz andere Titel ausgewählt. Das war aus der Not geboren tatsächlich, weil es ist ja gar nicht so einfach. Drei Bücher meines Lebens, die gibt es nicht. Es sind mindestens 30, vielleicht auch 300. Also ich habe irgendwann auch da nicht nachgezählt. Ich habe nur gemerkt, es ist sehr schwierig, drei zu finden. Und dann habe ich gedacht, geh doch mal zurück, da wo die Weichen gestellt werden. Und das war, weil ich so 9 oder 10 Jahre alt war, so in der Zeit, wo man richtig liest und liest und liest und liest. Und da waren diese drei Bücher wirklich auch prägend für weitere Lektüre. Der Kästner, Twain und auch eben Hergé für die Comic. Wann wurde Volker Kutscher eigentlich klar, dass er selber Schriftsteller ist, dass in Ihnen ein Geschichtenerzähler steckt? Oh Gott, das ist schwer zu sagen, weil ich habe mich natürlich nicht getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem, was ich schreiben wollte. Also bislang, zunächst waren es irgendwie Liebesbriefe oder sonstige Dinge oder Gedichte, die ich geschrieben habe, aber keinem gezeigt habe. Und ich habe erst angefangen zu schreiben, als ich schon längst Redakteur war bei der Zeitung und so ein bisschen auch von dem hohen Germanistenross runtergestiegen bin und gedacht, okay, du musst jetzt nicht unbedingt ein zweiter Kafka werden, du kannst auch einfach mal ganz normale Kriminalromane schreiben. Und das habe ich beim Kölner Immans Verlag gemacht und gemerkt, auch das ist durchaus nicht so einfach, sowas hinzukriegen. Ja, und dann hoffe ich, mich dann auch nach und nach ein wenig entwickelt zu haben. Und ich bin total froh, das jetzt zum Brotberuf gemacht haben zu können, tatsächlich, weil es gibt keinen schöneren Beruf. Wenn Sie jetzt zurückgehen und nochmal Mark Twain oder Erich Kästner oder Hergé zur Hand nehmen. Was trennt den Volker Kutscher, der dieses Buch zum ersten Mal gelesen hat, von Volker Kutscher heute? Eine ganze Menge. Also wenn ich diese Bücher lese, die sind ja so ein bisschen auch Heiligtümer, da bin ich vielleicht da nicht ganz so kritisch, aber ich merke bei der Lektüre sonst, dass mir jetzt viel mehr auffällt. Fehler auffallen, sprachliche Ungereimtheiten auffallen sonst, oder inhaltliche Ungereimtheiten und sowas alles. Das kann einem manchmal auch die Lektüre verleiden. Volker Kutscher, vielen Dank für diese drei Bücher Ihres Lebens.